Hallo und herzlich willkommen zurück im Nerdzeitalter. Wir sehen hier Rex, der ein bisschen wahnsinnig ist. Kampfhandlungen? Okay. Wo ist er? Oh Mann. Kontrollieren. Sockenscharf und random. So. Okay. Das hat sich schon erledigt. Sehr gut. Ja, machen wir das hier. Kontrolle ist gelöst. Socki erledigt das Ganze. Und dann sagen wir hier Body Dispose. Gibt ein bisschen Wasser und wieder Stammzellen. So, Wahnsinn. Ja, Rex läuft hier gerade noch so ein bisschen rum. Ja. Er könnte sich ja auch mal... Oh mein Gott, er verliert jede Menge Blut, sehe ich gerade. Wie wär's denn, lieber Rex, wenn du mal zum Autodoc gehst? Ich meine, die Schmerzen können ja auch irgendwie nicht so gut sein. Gut, und da ging es gerade mit mit der Stimmung tatsächlich gerade aufwärts. Okay, die Katze, Oh Mist, jetzt war ich wieder zu langsam. Ich wollte nochmal, ich wollte davon von den Herzchen noch ein Screenshot. War ich wieder zu langsam. So, können wir das hier sein? Nee, können wir nicht. So, dieser Schlafplatz ist für nix zu gebrauchen. Wie sieht's denn gerade unseren Dings aus? Den geht's gut. Geräte im Leerlauf. Okay, weil wir von allem genügend haben gerade. Das gefällt mir. Einfach mal genügend haben von allen Dingen. Okay, Kalle, wie sieht's aus? Gehst du jetzt mal in den Autodoc? Geistige Gesundheit. Ja, eine Kreatur hat sich an einen Kolonisten geheftet. Das warst du. Und er ist immer noch in Panik. Nee, er war in Panik. Okay. Okay. Die Historie können wir nicht löschen? Okay. Ist das hier noch? Nee, das scheint gerade aktiv zu sein. Okay. Gut. Unseren beiden Tieren geht's auch gut. Das hilft hoffentlich den oh mein Gott, und Mario. Mario, du bist gerade sehr, sehr nützlich. Okay. Wir haben wieder ein bisschen was Forschung freizuschalten. Wir könnten fortgeschrittene Datenernte mal freischalten. Ja, vielleicht... Ah, da kriegen wir die Hightech-Datuiden. Okay. Gucken wir mal hier. Emblembühnen. Wohnraumglas. Okay. Kryptogeldbörse. Energiespeicher. Damit können wir Batterien bauen. Anschlussautomation. Okay. Automatische Stromanschlussverbesserung. Wenn diese Verbesserungen in deinen Schiffsrechner installiert werden, neu gebaut. Ach nee, das war das Ding. Das wollen wir ja nicht. Die Bodensteckdose. 32 Anschlussplätze. Und hier hätten wir dann einfache Stromschalter. Okay. Wandsteckdosen. 32,8. Und hier sind es 16. Ja, wäre so langsam ein Ding. Aber wir wollen ja eigentlich hier zur Speisekammer. Also müssen wir die verbesserten Möbel machen. Genau. Weil erst dann können wir nämlich gucken, ob wir Mehl herstellen können. Gut, dann können wir hier Holzmöbel machen. Ja, und das Ding braucht zweimal Holz. Haben wir Holz?
Ich glaube, Holz haben wir nicht. Ich glaube, wir Nee, Mehl haben wir gekauft. Irdische Eierschale. Bioabfall, Kohlenstoff. Zeigen. Ist equipped. Die sind auch alle equipped. Okay. Gut, der Forschung fehlen Ressourcen. Das ist sich rangeheftet. Sehr gut. Okay. Dann machen wir den nächsten Ausflug und gucken mal, was es hier sonst noch gibt. Wir werden mal hierhin reisen. Und dann machen wir den Ausflug. So. Protein haben wir jetzt auch wieder ordentlich. Da sind die Krabbler wenigstens für eine Sache gut. Nur sauber gemacht werden müsste. Okay, hier liegt jede Menge Getreide und Pflanzenfasern und so. Ein Kühlschrank wäre echt nice. Ah. Okay, was müssen wir hier machen? Nachdem wir das aktuelle System erforscht haben, sollten wir in das Reiseunternehmen ein neues System besuchen. Okay, das, da sind wir noch nicht. Da sind wir noch nicht. Okay, wir gucken mal, wie es unseren Leuten geht. Kalle. Okay, Kalle geht's langsam wieder besser. Okay, wir können die Historie immer noch nicht löschen. Plenty of light. Sehr gut. Immer noch kein Kaffee. Okay, irgendwie geht es nur bis zur Hälfte und dann hört es auf. Okay. Rex. Rex hat... Oh mein Gott, Rex ist halt immer noch im Wahnsinn. Wo ist er denn gerade? Der wandert da unten rum. Ja, und er ist halt auch immer noch verwundet. Wir sind bei unbekannt angekommen. Okay. Dann. Expedition starten. Entfernen, entfernen. Und bitte die Expedition starten. So. Okay, fehlende Werkstoffe. Für was fehlen denn gerade Werkstoffe? Wiederaufbereiter, Bioabfall. Wir haben noch gesehen, dass wir Bioabfall hier haben. Bioabfall 27. Suche. Trägt das da keiner hin oder wie? Versteht keiner. So. Okay, das Schiff erkundet. Und wieso? Doch, es fliegen beide mit. Okay. Versucht mit dir. Okay, wir nehmen Antwort. Expeditionsschiff Nummer 1 hat ein Artefakt gefunden. Unbekannt. Du kannst versuchen, es zu bergen, aber es besteht eine Chance von 10%, dass es fehlschlagen wird. Wir versuchen zu bergen. 10%. Oh, Vorbereitung für Rückkehr. Wir gucken mal. Ja, wir könnten mal hier tatsächlich mal automatische Abwehr, beziehungsweise hier mal bei Sicherheit. Und mal hier scannen. Oh, Radar. Was macht denn ein Radar? Okay. Okay. Wir gehen mal hier auf die Sicherheit und gucken mal hier bei der Sicherheit durch. Okay, angereichertes Uran mal 10. Sehr schön. Hier haben wir Basic Weapons. Firearms, Notfallsirene, Brandbekämpfung, Bodenfallen, Sprengstoffe. Sprengstoff ist genau das, was ich in meinem eigenen Dings haben möchte. Was macht denn Gebietsmanövrierung? Achso, Präzisionsschubdüsen, okay. Hier haben wir Energiewaffen, Traktorstrahl. Okay, sieht nicht so aus, als hätten wir hier Sicherheitssystemsteuerung. Verwalte alle deine sicherheitsrelevanten Geräte bequem von einem Ort aus, muss sich im gleichen Netz wie die Sicherheitsgeräte und der Schiffscomputer befinden. Ja, wo kriege ich denn Sicherheitsgeräte? Ach, da kommen die dann. Ja, da
außerirdischer Datoid für Kraftfelder. Für Geschütztürme brauchen wir Energiedatoiden, Hightech-Datoiden und nuklearer Datoiden. Da sind wir noch eine Weile nicht, Leute. Da sind wir noch eine ganze Weile nicht. So. Okay, aber wir könnten mal Basic Weapons freischalten. Dann gehen wir mal hier drauf und sagen jetzt hier mal herstellen. Wir haben 6 Leute. 2, 3, 4, 5, 6. Ja, okay. Ja, 14. Okay, machen wir. Die bedienen sich dann ja, wenn sie was brauchen. Gut. Das Schwein entledigt sich gerade in das Miniaturpflanzgefäß. Ich bin begeistert. Müssen wir hier was reparieren? Nein. Hier irgendwo was reparieren? Nein. Okay. Gut. Gut, Forschung benötigt Festplattenspeicher. Ja, wir bräuchten wieder Silizium, Leute. Der ist vollständig ausgebaut. Auswählen. Okay. Okay, Rico, schlaf schön. Schön, dass du da warst. So. Okay. Bioabfall 1 von 3. Warum wird denn der Bioabfall hier nicht rübergebracht? Ja, schon stoppen. Wasser aus Bioabfall. Produzieren. Ja, darf eigentlich immer. Ah, jetzt. Ach, weil das voll war. Okay. Gut. Jetzt wird erstmal der ganze Bioabfall hier mal durchrecycelt. Wie sieht's hiermit aus? Überlebensration. 15. Wir machen 25. So. Gut, da kann dann sich auch gleich mal ein Koch drum kümmern. So, wir gucken nochmal. Jameson. Healthy und geistige Gesundheit. Okay. Geistige Gesundheit, okay. Oh, Flaschenpfand ist halt... Oh, ist die Stimmungskanone. Überhaupt. Das Einzige, was seinen Tag versaut, ist, dass es keinen Kaffee gibt. Okay. Rex ist immer noch wahnsinnig. Endet in einem Tag und 22 Minuten. Okay. Bedeutet, jetzt wollen wir als nächstes hier hingehen. Expedition starten. Okay, und ihr beide geht jetzt mal. Okay. Mhm. Rex guckt einfach in die Leere des Alls. Mhm, genau so sieht's aus, Rex. Irgendwann, wenn du in die Leere starrst, wird die Leere zurückstarren. Mhm. Mir ist auch nicht ganz klar, ob er sich in der Zeit irgendwie erholen kann, weil er steht ja jetzt irgendwie im Dunkeln. Das gibt ja auch gleich wieder einen Malus. Okay, was lagert denn hier drin? Er hier. Implant. Minit. Okay, wir werfen den mal kurz aus. Dann gehen wir hier, sagen hier auf Body und sagen zerlegen. So. Dann kriegen wir nämlich ein Auge für Mario. Das wäre doch mal was. Ja. Weil...
Genau, zerlegen. Er wird jetzt zerlegt. Das müsste jetzt eigentlich... Das müsste jetzt eigentlich dann gleich gehen. Guck mal, wer das tut. Transport zerlegen. Ach, Aurora macht das. Okay. Ah, okay. Aurora trägt ihn. Wohin? Hier rüber. In das Ding, in die Montagemaschine. Ja. Jetzt würde mich interessieren, was dabei rauskommt. Okay. Das Ding hat keine Aufgabe. Hätte ich sagen müssen, alles entfernen? Okay, wir werden das gleich lernen, Leute. Wir werden das jetzt gleich lernen. Oh, guck mal, Rico streichelt Hansa. Hat sie ihm das Bauchi gekrault. Okay, wir werden es gleich sehen, ob da Einzelteile dabei rauskommen. Oder ob wir ihn tatsächlich hätten sagen sollen, alle Teile bitte entfernen. So, gleich ist fertig. Geh mal ganz nah ran. Ja. Wir hätten sagen sollen, bitte alles entfernen. Okay. Okay, haben wir wieder was dazugelernt. Okay. Wir gucken mal. Oh, Quarz wird abgebaut. Na, aber ein sehr unergiebiges Vorkommen von Quarz. Sehr unergiebiges. Okay, können wir aber trotzdem mal laufen lassen. Oh, wir machen gerade ein bisschen Essen. Errungenschaft. Vergnügungsfahrt freigeschaltet. Lass eine Katze einen Putzroboter fahren. Wartet. Leute. Die Katze fährt auf dem Putzroboter, der mit einem Messer durch die Gegend fährt. Okay, das ist halt einfach... Das ist halt einfach so gut. Das ist halt einfach so gut. So. Und davon machen wir den Screenshot, Leute. Okay. Das ist eine Errungenschaft. Okay. Das, oh mein Gott, hat Mario jetzt die Katze eingestaubsaugt? Ah, nein. Da läuft Zoe rum. Okay. Okay. Es machte plump und sie war weg. Okay. Aber wie cool. Wie cool. Was für ein geniales kleines Spiel. Okay. Gut, wir lassen hier mal ein bisschen Quarz abbauen. Hier mal sauber machen. So ihr Leben leben. Hier mal rumräumen. Hier liegt noch 500 mal Eis rum. Das ist okay. Leute, ihr habt eine Katze. Ihr könnt doch nicht Brot offen rumliegen lassen. Okay, okay. Meuterei. Wer ist feindlich geworden? Rex. Rex ist feindlich geworden. Okay. Kontrolle. Und ihr drei... greift ihn jetzt an.
So, alle mal schön die Messer zücken. Ja, und nach sowas hier können wir leider nicht Kontrolle lösen. Ja, und Socki kümmert sich wie immer. Ja, okay. Leute, es gibt wieder einen Topf. Nein, nicht Mario zerlegen. Mario putzt hier schon. Ja, als wäre nichts geschehen, Leute. Und ich wette, das hat wieder Einfluss auf unsere Kolonisten. Ja, so, Dead Body, okay. Okay, die Meuterei ist jetzt echt nicht so das Problem, okay. Rico geht's richtig gut. Ja, und du hast auch einen Toten gesehen. Ach so, ja, du siehst natürlich den Toten, weil du ihn durch die Gegend trägst. Mhm. Ja, das ist natürlich, das ist natürlich schlecht. Wir könnten natürlich auch mal langsam sagen, kommt, hier mal alle bitte, disposen. So. Willkommen zurück, Scherer. Schön, dass du da bist. Wir hatten gerade eine Meuterei und ich habe gedacht, es wäre jemand von euch gewesen. Es war aber niemand von euch. Es ist einfach passiert. Der Rex, der wahnsinnig geworden ist. Nun ja, dann ist auch wieder ein Bett bei. So, die Meuterei können wir wegklicken. So, genau, Paranoia. Ich bin der Computer. Ich bin dein Freund. Welche Sicherheitsfreigabe hast du? Und wenn ihr Nerd seid und Paranoia das Rollenspiel kennt, dann schreibt es mir mal unten in die Kommentare. So, wie viele haben wir denn hier noch frei? 6 von 16. Wir könnten hier mal Licht machen, Leute. Das könnten wir tatsächlich mal machen. Bausubstanz. Wir machen hier mal. Hier, hier, hier und hier. So. Können wir ja mal bauen. Dann ist hier auch ein bisschen heller. Genau, dann beschwert ihr euch nicht darüber, dass es so dunkel ist. So, halt. Das war schon richtig. So. Okay. Fehlt noch das eine Teil hier. Das schließen wir auch gleich noch an. Was liegt denn hier drunter, was noch gebutschert werden soll? Keine Ahnung. Ach, ein Typ. Oh, Menschen geben Leder. Okay, damit haben wir dann wohl auch Leder. Wir gucken mal ganz kurz Hansa-Fan an, wie es Hansa-Fan geht. War hungrig. Genau, aus einer Schüssel gefressen. Sehr gut. Bin stolz auf dich. Okay. Gut, 104. Wir können sie wieder zurückrufen. Okay. Space Helmet. Okay. Ist der Locker etwa voll? Ja, der ist fast voll. Okay, aber jetzt dürften alle eigentlich gleich einen Dings haben. So, und jetzt können wir uns ja eigentlich mal mit... Nee, nicht Konfiguration kopieren. Können wir hier irgendwie uns mal um Zeiten und so kümmern? Begehbarkeit.
Oh, das natürlich. Okay, das ist natürlich richtig gut. Da kann man tatsächlich gucken, wie die Wege funktionieren. Okay, das ist gar nicht schlecht. Planung, Räume. Okay, dem Weltraum ausgesetzte Flächen. Aber was bedeuten die Farben? Ist es einfach nur, okay, ist es einfach nur eine Farbe? Okay. Äußerer Rumpf, okay. Ich kann leider keine Prioritäten festsetzen. Okay, was braucht denn das hier? Stahlplatten und Glas. Und hier das Fenster. Nee, das ist der Lüftungsschacht. Das Fenster. Stahlplatte und Glas. Das ist halt exakt dasselbe Fenster. Gut. Sehe ich gerade noch nicht kommen. Solarmodule könnten wir uns holen. warte mal, Energie vielleicht hier nochmal. Energiespeicher. Haben wir hier irgendwo... Ne, nur die Solarmodule. Reaktoreffizienzmodule. Ja, damit könnten wir Energiedatoiden herstellen. Aber einen besseren Reaktor kriegen wir irgendwie nicht. Doch. Doch, Kernreaktoren kriegen wir. Ja, dann könnten wir hier mal die Solarmodule. Ja, könnten wir mal beischalten. Okay. Machen wir mal das. Och, braucht schon wieder Festplattenspeicher. 3 von 3. 1. Ah, okay, wir haben keine mehr. Bedeutet, wir müssen jetzt hier leider wieder auf Herrschung stoppen. Da. Herstellen. Ja, 10. Nee, 9. Beziehungsweise 8. So. Okay. Haben wir hier jetzt alles durch? Ja, hier haben wir alles durch. Dann gehen wir jetzt mal hier zur... Obwohl, komm, wir machen das Signal. Wir antworten dem Signal. Der Kontakt fordert aggressiv mit erhobener Stimme. Das Geräusch der bewaffneten Waffen im Hintergrund gibt einem das Gefühl, dass ein Angriff unmittelbar bevorsteht. Wir weigern uns. Okay. Und dann gehen wir hier hin. Kampfhandlung. Halt. Okay. Kampfhandlung. Wo sind sie? Über den Transporter. Okay. Kontrolle. Und hab hier. Ihr greift jetzt mal bitte hier an. Okay. Okay, Halo ist durch. Oh mein Gott, Hansa geht auch voll drauf. Hansa geht voll drauf. Kontrolle lösen. Warte, nice. Und... nein, nicht Rico. Genau. So, da wird sich wahrscheinlich... ich würde sagen, da kümmert sich gerade. Gut. Potato. Expose. Und Phelps. Ja. Das Problem hat sich dann wohl gelöst. Wir machen hier mal einen neuen Schrank. Okay, wie geht's denn Harpier? Harpier ist damaged. Ja, die muss nur, Gott sei Dank, nur in die Reparaturstation. Und während das passiert, fliegen wir zur Leihstation.
So. Aber, liebe Freunde des Nerdzeitalters, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Sven. Ciao, ciao.